Hallo zusammen. In diesem Video möchte ich euch ein bisschen Einblick in die Gestehung von meiner Firma beziehungsweise auch ein bisschen davor euch erklären, wie bin ich eigentlich zur E-Mobilität gekommen. Ja, es ist eigentlich nicht sehr spektakulär, aber vermutlich wird spannend. Wenn es interessiert, dranbleiben. Nach dem Intro geht's weiter. Fangen wir ganz von vorne an. Wie genau bin ich zur E-Mobilität gekommen? Eigentlich komplett ohne Plan, komplett unverhofft und auch nicht wirklich spektakulär. Ich wurde in, ich glaube, ersten Hauptschule von den Eltern eines Schulkollegen nach Hause gebracht. Die hatten ein neues Auto, nämlich einen Toyota Prius. Diesen Prius, ja, wer ihn kennt, ist halt ein Hybrid. Und ich bin halt ins Auto eingestiegen und wir sind weggefahren. Und natürlich lautlos. Ich dachte mir zuerst mal, okay. Vermutlich spritsparender, lässt das Auto rollen, da es leicht abschüssig gegangen ist. Und unten wurde es dann plötzlich gerade und er fuhr immer noch ohne Motor. Und als es dann wieder etwas bergauf ging, war immer noch der Antrieb da, aber kein wirkliches Motorgeräusch. Da wurde ich mehr oder weniger etwas stutzig, sagen wir mal so. Und habe mich damit ein bisschen befasst. Habe dann eingegeben im Internet Toyota Prius und bin draufgekommen, Hybrid, Elektromotor bis 30 km/h, 25-30 km/h, oder waren es 50 km/h schon, das weiß ich jetzt nicht mehr, ob der das schon gemacht hat. Ja, jedenfalls bin ich so etwas in die, sagen wir mal, E-Mobilität, in die Interesse daran reingeschlittert. Und ja, habe dann eigentlich dadurch, dass ich mehr oder weniger noch keinen Führerschein hatte und auch jetzt nicht das Geld, dass ich mir jetzt gleich von Anfang an ein E-Auto kaufe, das eigentlich wieder verworfen. Aber es war immer noch so im Gedanken. E-Mobilität wird bei mir irgendwie mal Zukunft haben. Also nicht gleich jetzt am Anfang, aber später. 2009 hat ein Bekannter von mir und mittlerweile sehr guter Freund und auch Geschäftspartner eine Firma gegründet, wo es darum geht, Elektrofahrzeuge an den Mann zu bringen. Also jetzt nicht vier Räder wie Autos, sondern zwei Räder wie Motorräder, Mofas, Fahrräder und solche Fun-Scooter. Und dort habe ich oft mitgeholfen und bin somit wieder in die E-Mobilität hineingeschlittert und hat sie mich dann, ja. Also die ersten Erfahrungen hatte ich dann mit dem Mofa, also mit dem Elektromofa, wo ich dann jahrelang kann man jetzt nicht sagen, aber so 3 Jahre lang mit dem Mofa mehr oder weniger gefahren bin. Nur elektrisch und habe dann 2011 meinen Führerschein gemacht und hatte halt leider nicht das Geld, mir ein E-Auto zu kaufen und habe mir halt da einen Ford Focus gekauft 2011, den ich genau ein Jahr lang gefahren bin, weil ja, er mehr Probleme gemacht hat, als er wirklich auf der Straße war und als er gefahren ist. Ja, ich habe halt in das einen Jahr mehr Geld reingesteckt an Reparaturen, als der Kaufpreis dieses Auto war. Und bin dann durch Zufall an einen Tazari Zero gekommen. Ich blende ihn euch hier mal ein. Und habe mir dann eigentlich mit dem Erlös des Fords, den habe ich dann verkauft und auch gleich mein Sparbuch mehr oder weniger aufgelöst, habe mir dann den Tazari gekauft, ja, weil ich gesagt habe, also schlimmer als mit dem Ford kann es in der E-Mobilität eigentlich auch nicht sein und nicht werden. Und ja, so bin ich zu meinem ersten E-Auto gekommen.
Der Tazari Zero ist halt mehr oder weniger Go-Kart-Feeling, sage ich, also wirklich harte Federung. Sieht lustig aus, sieht speziell aus, also das heißt, ich als Mensch, der eigentlich nicht wirklich, zum Zeitpunkt überhaupt nicht wirklich gerne in der Öffentlichkeit stand, wurde hier dann öfters von Passanten angesprochen, was das denn für ein Auto ist, Elektroauto, aha, wie weit ist die Reichweite, wie weit kommt man damit, wie sieht es mit Ladeinfrastruktur mehr oder weniger aus, wo kann man den anstecken, Ladezeiten und so weiter. Also ich habe gemerkt, Interesse ist da, nur halt sehr wenig Informationen. Also habe ich angefangen, 2012 war das, einen Blog zu eröffnen. Der hieß damals Lautlos durch Österreich und ich habe dort einfach meine Erfahrungen mit dem Elektroauto aufgeschrieben, heißt, wo fahre ich hin, wie weit komme ich, wie weit ist der Durchschnittsverbrauch, was kostet mich das Aufladen, wo kann man laden, öffentliche Ladestationen, habe eigentlich sehr viele Fahrten da mitgelockt, mit aufgezeichnet und sie halt hier dann erklärt, habe auch dann wirklich darüber geschrieben, was ich alles mache, bei welchen Veranstaltungen ich bin, habe Veranstaltungskalender gemacht, also im Grunde genommen Anfangsboten eines Elektroauto, ich sag mal Forums, nur halt ohne das ja, Blog, sag ich, Elektroauto-Blog, ja? Elektroauto im Alltag. Als ich dann meinen Tazari verkauft habe, nach 1,5 Jahren und mir dann 2015 den, 2013 war es, blödsinn, den Mitsubishi iMIV gekauft habe, wo halt dann auch schon Schnellladung dabei war und ich weitere Strecken fahren habe können und auch die Autos, sagen wir mal, interessanter wurden. Der Tazari ist ja eher ein, sagen wir mal, spezielles Fahrzeug. Wurden auch die Fragen mehr, beziehungsweise auch die Fragen, wo bekomme ich Ladekabel, wo bekomme ich eine Ladestation, welche Ladekarten braucht man? Und ich habe dann gesagt, okay, fangen wir an, Dinge zu, wie soll ich sagen, vermarkten und halt wirklich mit Provisionen zu arbeiten. Habe da mit diversen Firmen Kontakt gehabt und gesagt, ich habe einen Blog, ich möchte gerne mehr oder weniger eure Ladestationen, eure Wallboxen, eure Ladekabeln promoten. Möchte diese auch gerne an Interessenten weitergeben, können wir hier mit Provisionen und so weiter arbeiten. Das habe ich dann eigentlich ein paar Jahre lang so gemacht, hat sehr gut funktioniert. War halt jetzt kein Einkommen, wo ich sagen kann, davon kann ich leben. War aber auch nie geplant, also ich habe mich nie geplant, mich selbstständig zu machen. Eigentlich wäre es mein Körpergeld gewesen, dass ich sage, okay, ich verdiene damit halt ein wenig Geld. So nebenbei. Das ist dann auch etwas mehr geworden, dass ich gesagt habe, okay, ich müsste eventuell eine Firma anmelden. Habe dann 2017 ein Kleinunternehmen gegründet, wo ich halt nur die ganzen Provisionen verrechnet habe. Einfach nur, dass das korrekt abläuft, dass ich hier nicht in irgendwelche Steuerprobleme komme. Und ja, es lief eigentlich immer dann weiter, bis ich dann hingekommen bin, ja, die Ladestation, wie installiere ich? Ich finde keinen Elektriker, der sie installiert. Und da ich ja den Beruf Elektriker habe, war es naheliegend, dass ich dort auch Besichtigungen vor Ort durchgeführt habe. Ich schaue mir das Ganze an. Ist die Elektroinstallation vorhanden? Also vorhanden ist sie schon, aber dafür ausgelegt, jetzt mit einem Elektroauto zu laden. Wo kommt die Wallbox hin, wo kann man sie verlegen und habe dann versucht, Elektriker dort irgendwie zu vermitteln, wo sich herausgestellt hat, das ist alles andere als leicht. Zuerst mal einen Elektriker zu finden, der eine Ladestation installiert, war schon mal schwer und noch schwieriger war dann dem Elektriker die Ladestation so zu erklären, dass der sie auch richtig anschließt und sie auch mehr oder weniger
abnehmen kann, sodass das funktioniert. Ja, es war dann halt schwer, da ich dann immer die Abnahme gemacht habe, die Installationen, die Programmierungen und so weiter. Es war halt sehr zeitaufreibend. Und das Ganze eigentlich nebenbei, neben meinem Hauptberuf noch. Und so stand ich halt vor dem Problem, weiter arbeiten gehen und meinen Blog vernachlässigen oder mich selbstständig zu machen und meinen Job mehr oder weniger an den Nagel zu hängen. Also habe ich mich vorerst mal dazu entschieden, meinen Blog etwas zu vernachlässigen, weniger dazu machen und das, was ich dort mache, dafür halt gut und richtig. Gut, das mache ich jetzt eigentlich auch, aber jedenfalls, ja. Und eines Tages hat es dann mal mit meinem Job nicht mehr geklappt und ich habe dort gekündigt. 3-monatige Kündigungsfrist habe ich genutzt, um einen neuen Job zu suchen. Und es hat einfach nicht geklappt. Ich habe nichts Passendes gefunden, habe eigentlich so gut wie nichts gefunden. Das, was ich gefunden habe, war entweder schon vergeben oder finanziell überhaupt nicht. Also ich bin jetzt nicht gerade der finanziell hohe Ansprüche stellt, aber das war finanziell wirklich, sagen wir fast unterirdisch. Somit entstand mehr oder weniger gezwungenermaßen der Entschluss fest, bevor ich gar nichts habe, mache ich mit meiner Firma weiter. Habe dann die Firma umbenannt von Lautlos durch Österreich auf Drive Electric, was eigentlich ein Fehler war. Denn durch die Umbenennung habe ich so ziemlich alle Kunden mehr oder weniger verloren. Also verloren nicht, aber ich habe plötzlich 2 Monate Stillstand. Habe dann wieder die alte Seite Lautlos durch Österreich eröffnet und bin dann mit einem Backlink dort wieder auf meine Antler-Homepage gegangen und plötzlich hat es wieder funktioniert. Habe dann angefangen, selbst die Installationen zu machen, habe mich dann 2018 oder 19 war das, glaube ich. Nein, 2018 war das. Habe ich dann angefangen, mein Kleingewerbe als ein richtiges Gewerbe anzumelden, somit auch mehrwertsteuerpflichtig. Und dann halt ja, angefangen, Ladestationen zu installieren. Im Sinne der Ladestationen, sage ich, wäre ja auch Photovoltaik nicht schlecht gewesen, da ich ja zertifizierter PV-Techniker bin, wollte ich eigentlich auch Photovoltaikanlagen anbieten, war aber bezüglich des Namens noch nicht so ganz zufrieden, weil Drive Electric hat da mit Fahren zu tun, ja, Photovoltaik passt da auch noch etwas rein, aber ja, es war halt gut, habe ich gesagt, einmal noch und habe dann den Namen umgeändert auf Elco Electric. Elco Electric deswegen, weil Elco mein Name schon seit Jahren in den einschlägigen Internetforen von E-Mobilität ist. Und das war da eigentlich naheliegend, dass ich das mache. Hab dann nochmal umbenannt, diesmal nicht mit dem Fehler, die alte Homepage direkt zu kündigen, sondern wirklich gleich sofort mit dem Backlink, was natürlich dann dazu geführt hat, dass die Kunden nicht abgefallen sind, man lernt aus Fehlern, und habe dann Photovoltaik und Smart Home Anlagen auch noch mit angeboten. Das Ganze lief wirklich eigentlich sehr gut an, hat sehr gut funktioniert und ich habe mir eigentlich komplett ungeplant und ungewollt ein Business aufgebaut. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt da das hinten seht, aber da wäre jetzt schon fast ein Unfall passiert. Naja.
viele Leute können es einfach nicht erwarten. So, wo war ich? Ja, hat eigentlich sehr gut funktioniert, haben eigentlich ein sehr gutes Backup aufbauen können und plötzlich kam Corona. Corona hat mich halt wieder extrem zurückgeworfen. Finanziell eigentlich noch weiter zurück, als ich 2017 angefangen habe. Ich habe 2017 mit fast nichts angefangen und bin dann Anfang Corona mit einiges da gestanden, sagen wir mal so. Und Ende von der Corona-Zeit, also so Ende 2020, mit nichts mehr dagestanden. Also wirklich mit weniger, als ich die Firma gegründet habe. Und habe jetzt schon langsam wieder angefangen, mich aufzubauen. Und bin jetzt eigentlich wieder auf einem sehr, sehr guten Weg. Es war eine harte Zeit, es war eine sehr harte Zeit. Aber ich habe es überlebt, also meine Firma hat es überlebt. Ich war wirklich oft am Überlegen, ob ich nicht doch meine Firma abmelde und wieder arbeiten gehe, weil es wirklich oft, ich sage es jetzt wortwörtlich, eine Scheißzeit war. Habe mich aber dann doch immer wieder dazu aufgerafft, dann immer wieder irgendwo ein Lichtblick gekommen ist, der gesagt hat, ja, es funktioniert noch, und dann ist wieder ein Schritt drauf, ein halber Retour, zwei Schritte rauf, drei Retour, wieder vier Schritte rauf, drei Retour, bis sich das irgendwie dann so wieder hochgeschaukelt hat. Und ja, jetzt bin ich immer noch hier. Ja? Also ihr werdet mich so schnell anscheinend nicht los. Und ja, so bin ich mehr oder weniger zu meiner Firma gekommen. Ganz ungewollt und eigentlich überhaupt nicht geplant. Würde ich das Ganze wieder machen nach der jetzigen Erfahrung? Also Stand jetzt finde ich es super, die Selbstständigkeit. Würde ich mit diesem Grundwissen, den ich habe, dass ich jetzt habe, nochmal mich selbstständig machen? Nein, würde ich nicht mehr. Jetzt nicht, weil das, was ich jetzt habe, so schlecht ist, sondern einfach, weil der Weg dorthin einem sowas von extrem erschwert wird und jemand das erzählt und jemandem sagt, was für Hürden man hat und wie es weitergeht, wenn es mal wirklich nicht geht. Also, wenn es gut läuft, sind alle bei dir. Wenn es einmal schlecht läuft, sind alle, die sagen, sie helfen dir, wenn es schlecht läuft, plötzlich nicht mehr da, und es gibt sie nicht mehr, also sie verlassen dich mehr oder weniger, egal ob Firmen, die dich gut kennen, oder ob Banken oder diverse Sachen. Also sobald es schlecht läuft, hat man in diesem Business mehr oder weniger keine Freunde mehr, sage ich mal so. Aber wie gesagt, soweit ist es Gott sei Dank nicht gekommen, und ja, ich bin noch da und ich werde hoffentlich noch länger da sein und tu auch da mein Bestes, was ich machen kann. Kein Mensch ist perfekt, auch ich nicht. Und ja, in diesem Sinne, gehabt euch wohl.